Wenn Sie im Lokal sind, Familienfeier, jeder hat was anderes zu trinken bestellt, was anderes zu essen bestellt, Getränke sind da, angeregte Unterhaltung, kommt der Ober, sagt Schwein, sagen Sie, das bin ich, merkt kein Mensch. Weil konstruieren und rekonstruieren ist ja, was Wahrnehmen ist, Wahrnehmen und Erinnern. Wenn Sie die Situation kennen, dann rekonstruieren Sie aus der Vergangenheit. Und das läuft mit einem Tempo ab von 400 bis 2000 Mal schneller, als Sie bewusst denken können. Also rekonstruieren Sie, was der Ober meinte. Sie rekonstruieren, wer ist die Person, die Schweinefleisch bestellt hat. Die rekonstruierte Frage beantworten Sie folgerichtig mit, das bin ich. Und niemand merkt es, weil alle anderen auch rekonstruieren. Und übermorgen würden Sie schwören, dass der Ober gesagt hat, wer ist die Person, die Schweinefleisch bestellt hat. Würden Sie jeden Eid drauf schwören. Und so ist es hier. Ach ja, lassen Sie mich Ihnen was ganz Dringendes zeigen. Nehmen Sie wieder Schmierpapier, zeichnen Sie einen großen Kreis, da soll noch was rein. Zeichnen Sie dann zwei gerade Striche, die den Kreis so segmentieren. Ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen, für die Sie dann 22 Sekunden Zeit bekommen zum Nachdenken. Und es gilt Folgendes dabei zu klären. Also Sie kriegen dann 22 Sekunden Zeit. Folgendes gilt es zu entscheiden. Ich werde Sie bitten, etwas zu zeichnen. Jetzt haben Sie ja keine Angst mehr, ne? Was zu zeichnen. In das obere rechte Kreissegment, aber dergestalt, dass Sie mit dem, was Sie zeichnen, die bisher gezeichneten Linien nicht berühren, nicht benutzen, nicht kreuzen. Also freischweben da hinein. Und wenn ich Ihnen sage, was es ist, was Sie zeichnen sollen, dann haben Sie 22 Sekunden Zeit, um sich zu überlegen. Entweder Sie finden eine Lösung und Sie zeichnen. Oder Sie finden keine Lösung, Sie nehmen aber an, es wird eine geben. Nach dem Motto, es geht wahrscheinlich, ich weiß noch nicht wie. Dann schreiben Sie hierhin Lösung. Oder aber Sie sagen, das ist eine Fangfrage, das geht ja gar nicht. Sie entscheiden dann, das ist eine Fangfrage und schreiben Fangfrage. Also eine von den drei Sachen werden Sie in den 22 Sekunden tun. So, ich behaupte jetzt, die Aufgabe bestünde darin, dass Sie hier hineinzeichnen, freischwebend, ohne die bisherigen Linien zu benutzen, freischwebend zu zeichnen, ein Quadrat mit drei geraden Linien. Ein Quadrat mit drei geraden Linien. So, wer hält es mal ganz ehrlich, wer hält es für eine Fangfrage? Bist du ruhig? Fangfrage, Hand hoch. Mal richtig, wer hält es für eine Fangfrage? Mal richtig melden. Mindestens die Hälfte. Wer meint, er hätte eine Lösung? Sieht Ihre Lösung ungefähr so aus oder so aus? Hand runter. Sind noch Leute übrig, die eine Lösung haben? Das sind ganz wenige. Gut. Also, jetzt lauschen Sie mal. Kein Mensch hat nur gesagt. Kein Mensch hat nur gesagt. Ich habe Sie gewarnt heute. Wahrnehmung durch den Filter Ihrer Erfahrungen. Wenn Sie ähnliche Spielchen kennen, da wo es nur geholfen hat, dann dichten Sie das nur hinzu. Und das ist sehr wichtig. Sie halten Ihre eigene Ergänzung für Teil der Erinnerung. Sie halten Ihre eigene Ergänzung für Teil der Aufgabe. Ist das spannend? Wenn Sie das im Freundeskreis machen, dann nehmen Sie Ihre Ansage unauffällig auf Band auf, damit Sie hinterher beweisen können, dass Sie nicht nur gesagt haben. Weil einer von 10 wird den ganzen Abend streiten, dass Sie nur gesagt haben. Mir glauben Sie es hier, weil Sie wissen, Sie können die Kassette kaufen und selber noch mal reinhören. Ist ja aufgezeichnet worden. So, das ist Lösung Nummer 1. Lösung Nummer 2. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, wir neigen dazu anzunehmen, dass Wörter eine innen wohnende Bedeutung hätten, die jeder kennt. Dem ist aber nicht so. Das Wort mit kann unterschiedlich interpretiert werden und Sie interpretieren. Wenn Sie sagen, ich schlage den Nagel mit dem Hammer ein, dann heißt mit mittels. Wenn Sie das so interpretieren, dann heißt es, zeichne ein Quadrat mittels dreier geraden Linien.
Aber mit heißt ja auch was anderes. Wenn wir feststellen, dass in der Pause vorhin sich dieser Herr mit jener Dame da draußen unterhalten hat, dann hat er sich hoffentlich nicht mittels der Dame unterhalten. Und wenn, dann wohl kaum in der Öffentlichkeit. Also heißt das, der Herr und die Dame waren zugange. Mit heißt also auch und. Vater ging mit seinem Sohn am Kanal spazieren, heißt Vater und Sohn. Also ein Quadrat mit drei geraden Linien ist eine zweite, genauso legitime Lösung für das Problem. Ist das spannend? Jetzt haben Sie aber in der Schule den Eindruck gewonnen, es gibt immer nur eine Lösung für jedes Problem. Und darum hören Sie auf zu denken, wenn Sie eine Lösung haben. Diese Leute produzieren so viel, weil wenn Sie eine Lösung haben, dann sagen Sie, das ist die erste Lösung, was fällt uns jetzt ein? Wenn Sie eine Lösung haben, sagen Sie, Problem gelöst, dann legen Sie den Griffel weg, sitzen aufrecht da, Frau Lehrerin, ich kann schon. Wenn Sie das im Freundeskreis spielen, das Spiel, und geben kein Zeitlimit, ich meine, wir haben ja keine Zeit im Seminar, wir geben ja immer Zeitlimits. Im Freundeskreis können Sie die Leute 10 Minuten überlegen lassen. So, dann beobachten Sie, jeder, der meint, er hat eine Lösung, ostentativ legt er den Stift weg und guckt sich um, er hat es schon. Kommt doch überhaupt nicht in den Sinn, dass ich nochmal nachdenken kann. Einstein hat gesagt, ich unterscheide mich von anderen dadurch, wenn wir eine Nadel im Heuhaufen suchen. Wenn wir sie gefunden haben, dann hört der andere auf zu suchen, dann suche ich den ganzen Heuhaufen durch, ob es noch weitere Nadeln darin gibt. Das heißt hohe Produktivität. Sehen Sie. Jetzt können wir das auch ganz anders lösen, das Problem. 1, 2, 3 gerade Linien. Es geht auch mit nur 3 geraden Linien. 2 mal 2 ist 4, 4 ist ein Quadrat. Tja. Sehen Sie, als Mathematikphobiker bin ich natürlich auf so eine Lösung nicht gekommen. Die habe ich von einem jungen Mann bekommen, der Mathematik studieren will. Inzwischen auch studiert hat. Das musste er mir erst erklären, aber ich sage, verstehe ich nicht. Das ist in meiner Insel nicht vorgesehen. Aber sehen Sie, wenn wir ein Problem haben, was machen wir dann? Dann gehen wir zu Leuten mit ähnlichen Inseln. Wir haben keine Lösung, dann fragen wir Leute, die ähnlich gelagert sind, ähnliche Erfahrungen haben. Dann sagen die, ich weiß auch nichts. Dann sind wir uns völlig einig, das Problem ist nicht lösbar. Dann müssen Sie zu jemandem gehen, der ganz anders gestrickt ist als Sie, der ganz andere Erfahrungen hat. Da ist die Chance, dass der mit was daherkommt, wesentlich höher. Das fand ich außerordentlich spannend. Jetzt haben wir eine Lösung mit nur 3. Sie sehen, das geht auch. So. Naja, wenn wir diese Lösung kennen, fällt uns natürlich sofort eine weitere ein. Also bei mir hat es 4 Monate gedauert. Dann kam ich auf die Idee, man könnte die 4 ja auch römisch schreiben. Jetzt haben wir 2 Lösungen mit nur 3 Geraden und 2 mit mehr als 3 geraden Linien. So. Wenn man diese Lösung hat, dann fällt einem irgendwann eine weitere ein. 3 mal 3 ist 9. Jetzt haben wir 3 Lösungen mit nur 3 geraden Linien. Und 2, sehen Sie? Also denken Sie nie wieder, wenn Sie ein Problem lösen, das ist die Lösung, Punkt. Denken Sie immer nur, das ist die erste Lösung, was kommt jetzt? Lassen Sie das als Sprungbrett für weitere Lösungen sein und nicht annehmen, sie hätten alles gelöst. Das machen diese Leute, hohe Produktivität. Die denken immer, schauen Sie, wenn Sie sich Werke anschauen, Leonardo da Vinci, diese Blätter, immer und immer und immer wieder hat er Wasser gezeichnet. Immer und immer wieder Faltenwürfe von Textilien. Immer und immer wieder hat er, hat nicht gesagt, ich habe schon mal Wasser gezeichnet. Habe ich schon gelöst. Faltenwurf, habe ich schon gelöst. Sondern immer und immer wieder machen diese Leute das. Das macht sie genial. 99% Fleiß. Freud hat 333 Werke geschrieben. Mozart hat 600 Kompositionen hinterlassen. Davon manche, wie Sie wissen, Opern, Sinfonien, große, lange, dicke Stücke. Picasso hat 20.000 Zeichnungen hinterlassen. 20.000. Rembrandt hat 650 Riesenschinken hinterlassen und 2.000 Zeichnungen. Und Shakespeare hat neben all den Dramen und Theaterstücken hat er 154 Sonette geschrieben. Das ist der Unterschied. Hohe Produktivität. Also das heißt täglich mindestens 5 ABC-Listen. Für Otto-Normalverbraucher. Wenn Sie das tun täten, insbesondere wenn Sie lernen, tote Zeiten dafür zu nutzen, wenn Sie das tun täten, nach einem halben Jahr merken Sie es wirklich. Es ist kumulativ. Nach einem halben Jahr merken Sie es.
Nach einem Jahr merkt ihr Partner. Wenn Sie weitermachen, merkt Ihr Chef. Dann überlegen Sie sich, ob Sie da bleiben wollen. Weil Sie jetzt so viel besser geworden sind. Ich meine das wirklich ernst. Diese läppischen ABC-Listen, die werden wahnsinnig viel bewirken. So, das ist also, was die genialen Leute ausmacht. Und noch eine andere Studie ist auch wahnsinnig interessant. Es gibt ja sicher ein paar Geniale schon unter Ihnen und kreative Typen, die trotzdem kommen. Vielleicht auch wegen der Männer-Frauen-Thematik. Aber ich habe eine andere Frage an Sie. Wie viele geniale Leute haben Sie gezüchtet? Sehen Sie? Das sind dann meistens die einzigen Genialen im Umkreis. Weder Ihre Kinder noch Ihre Mitarbeiter noch Ihre Kollegen haben was davon abgekriegt. Darin unterscheiden Sie sich maßgeblich von Nobelpreisträgern. Es gibt eine Studie von Harriet Zuckerman, also wir würden Zuckerman sagen, aber die Amis sagen Zuckerman. Die hat 1977 Nobelpreisträger näher studiert und hat festgestellt, die züchten weitere Nobelpreisträger. Also, Ernest Lawrence, sagen Sie, wer ist das? Ja gut, der hat einen Nobelpreis gewonnen, der ist jemand. Der hat 4 weitere gezüchtet. Unter seinen Studenten waren später 4 weitere Nobelpreisträger. Niels Bohr, Quantenphysiker, hat 4 weitere gezüchtet und sein Institut war relativ klein in Dänemark. Enrico Fermi hat 6 weitere gezüchtet. Und ein gewisser J.J. Thompson und Ernest Rutherford, die hat sie zusammengenommen, ich muss die Studie noch genauer anschauen, ich habe hier nur ein Zitat davon, haben zusammen 17 weitere gezüchtet. Wenn Sie das jetzt mal zusammenzählen, dann haben wir 17 und 6 ist 23 und 2 mal 4 ist 8, 23 und 8 ist geteilt durch 1, 2, 3, 4, 5, ergibt 6,1 oder so ähnlich Nobelpreisträger pro Kopf. Und wie viele kreative Leute haben Sie um sich herum gezüchtet? Es geht nicht nur darum, dass man es kann, sondern auch, dass man es weitergibt. Und wir wissen jetzt durch die moderne Gehirnforschung so viel, dass, wie gesagt, mit den ABC-Listen haben wir eine so einfache, verblüffend einfache Strategie, können Sie weitergeben an alle Leute um Sie herum. Und dann können Ihre Mitarbeiter, Ihre Kollegen, Ihre Kinder und wer immer auch. Nehmen Sie sie mit auf dieser Straße zur höheren Kreativität. So. Oder in Richtung Genialität.